So, herzlich willkommen zum ESB-Tutorium beim Aufgabenblatt 11. Mich hat die Info erreicht, dass heute im Mathe-Tutorium Vorbereitung zur Bonusklausur ist für nächste Woche. Insofern viele sich damit auch erstmal beschäftigen, was ja auch wichtig ist. Da wünsche ich euch dann schon mal viel Erfolg, wenn das dann soweit ist. Auf der anderen Seite bin ich selber auch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Insofern. Das ist eh ganz gut. Ich könnte heute eh nicht so. Ja, mal gucken, wie lange ich durchhalte. Sagen wir es mal so rum. Ich würde trotzdem einmal die wichtigsten Themen versuchen anzureißen, dass ihr wenigstens eine Ahnung habt, wie ihr ins Aufgabenblatt einsteigen könnt. Hoffentlich aber auch möglichst viel mitnehmen könnt. In Aufgabe 11.1. Haben wir Schieberegister. Und dann ist da eine etwas längere Beschreibung dazu. Was wir hier sehen, ist ja, erstmal relativ große Schaltung. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, ja, okay, wie fange ich da jetzt an? Es gibt eine kleine Aufgabentextbeschreibung dazu. Die könnte einem natürlich helfen. Und weil vieles sich hier einfach nur wiederholt, habe ich gesagt, machen wir es mal ein bisschen kleiner. Ihr wisst ja, meine Empfehlung ist, für Sachen immer zu überlegen, wie schafft man es irgendwie, eine Aufgabe erstmal handhabbarer zu machen, kleiner zu machen, sich dann drüber Gedanken zu machen und dann das lange. Also. Was wissen wir hier? Was brauchen wir hier? Wahrscheinlich hier diese Eingänge. Bisschen was von unseren netten Flipflops, die wir hier haben. Und dann hier hinten der Teil, wo das X-Ohr ist. Nochmal ein Flipflop und ein Ausgang. Also, schneiden wir mal durch. Wir nehmen mal zwei Flipflops mit. Wir klatschen auf der anderen Seite ein X-Ohr dran. Und ein Flipflop. Und jetzt gucken wir uns nochmal den Aufgabentext dazu an. Bitte ignoriert, dass es jetzt natürlich etwas verkürzt ist, nicht mehr alles in der Breite da ist. Die Flipflops bilden ein Schieberegister R6 bis R0. Okay, also. Ja, wir sehen hier, die Flipflops haben jeweils eine Bezeichnung. R0, R1 und das geht dann so weiter bis R6. Und R5 war das vor dem XOR. Speichern eine Zahl, die mit jeder Taktflanke nach links in der Grafik nach rechts geschoben wird. Okay, das müssen wir erstmal uns überlegen. Was heißt das dann eigentlich? Schieben. Wir erinnern uns daran, es gab ja sowas, das Schieben. Ja, bitweises Schieben. Bit 6 wird in R0 rotiert. Und jetzt können wir schon mal schauen. Also, dieses Schieben in der Grafik nach rechts. Wie war das nochmal mit so einem Flipflop? Ne? Wir haben hier einen Eingang D, wir haben einen C für die Taktflanke. Außerdem gibt es hier noch den NS, das ist für Set, und es gibt NR für Reset. NR ist für uns jetzt hier tatsächlich nicht relevant. Und Ausgang ist auch hier nur Q relevant. Es gibt nochmal den negierten Ausgang, not Q, aber relevant ist eigentlich nur das Q. So, und wenn wir uns das ansehen, dann sehen wir, dass wenn eine Taktflanke kommt, dann würde das ja einmal schalten und das, was wir hier drin haben, würde weitergehen. Und der Ausgang aus dem ersten Flipflop geht ins zweite Flipflop. Okay, ja, und das passiert dann also, dass der Wert, der hier drin ist, dahin geschoben wird. Bit 6 wird in R0 rotiert, auch das können wir sehen, denn hier aus R6 geht der Ausgang nicht nur nach X, X ist also ja einer der Ausgänge, sondern einmal hier ganz oben wieder zurück in das erste Flipflop. Das ist die Rotation von R6 nach R0. Haben wir auch in der kleinen Form hier. Und der neue Wert von R6, deswegen haben wir hier das XOR, berechnet sich als XOR R5. R5 haben wir jetzt hier nicht. Wir machen das hier gleich mit XOR R1.
Vielleicht hier einmal dazu schreiben. XOR war ja, ja dass Ausgang 1 ist, wenn exklusiv einer der beiden Eingänge 1 ist. Also 0XOR 0 ergibt 0, 1XOR 1 ergibt 0, 0XOR 1 ergibt 1, 1XOR 0 ergibt 1. Mit dem asynchronen Z-Eingang NZ wird das Register zu Beginn mit 1, 1, 1, 1, also so initialisiert, dass jedes Register den Wert 1 hat. Das sehen wir hier oben auch. Wenn Z ausgelöst wird, dann wird eben hier einmal das Flip-Flop, jedes, was hier angebunden ist, und das sind alle, hier über diese Steuerleitung auf den Wert 1 gesetzt. So, und ja, der Inhalt des Registers als Zahl interpretiert oder einzelne Bits kann, damit ist jetzt tatsächlich ja auch hier Register dann das Ganze genau gemeint. Kann als Pseudo-Zufallszahl benutzt werden. Man kann, an der Stelle haben wir quasi den Pseudo-Zufall, den Wert von R6, der wird als X ausgegeben. Man könnte aber auch eben das Ganze nehmen. Oder auch ein beliebiges anderes Flip-Flop, den Ausgang dafür nehmen. Was heißt Pseudo-Zufall? Hier steht, dass die Werte zwar systematisch erzeugt werden. Ja, das liegt daran, ne, wir setzen erstmal mit Z, setzen wir einen ganz klar definierten Wert und danach wird immer die gleiche Sequenz von Zahlen erzeugt. In Aufgabenteil A soll dann ein Programm geschrieben werden in einer beliebigen Programmiersprache. Für die meisten von euch wird es dann wahrscheinlich Java sein. Vielleicht aber auch irgendwie in C oder in Python, das dann die Zahlenfolge erzeugt, die hierzu gehört. Ich werde jetzt hier mit euch keinen Programmcode schreiben, aber was müssen wir dafür wissen? Wir müssen dafür wissen, was eigentlich passiert in dem Ganzen. So, jetzt haben wir uns irgendwie geguckt, angeschaut, es werden hier Sachen geschoben und es wird hier was berechnet. Und insofern können wir vielleicht einmal ja gucken, was passiert hier eigentlich, wenn wir unser Beispiel hier initialisieren würden. Also der Beispiel-Initialisierung. Alle Flipflops würden den Wert 1 haben. Und dann würde es... wirklich eng. Alle würden den Wert 1 haben. Und dann würde geschoben werden. Mit jeder Taktflanke nach links heißt das. In der Grafik ist es nach rechts, aber mit jeder Taktflanke nach links. Okay, wir würden... R6 ist die höchste Zahl. Also... Na, schön aufpassen, von R6 bis R0 ist die Zahl. Das heißt, das hier wird rotiert, die 1, und die landet ganz hinten. Und dann werden Einsen nach links geschoben. Das gilt in dem Fall vor allem für die 1 an R0, denn die 1, die oder die Zahl, die vor R6 ist, wird dann genutzt für diese Berechnung mit dem XOR, dass wir R6 nehmen plus XOR die Zahl davor. Und da haben wir 1, 1. Das ganze XOR ergibt eine 0. Also das ist wegen 1 XOR X1. Und das wäre das, wie es dann nach der ersten, des ersten Taktes dann aussehen würde als nächstes. Das gleiche können wir natürlich dann nochmal machen. Also, das erste wird geschoben. In dem Fall die 0. Die 0 liegt also dann an letzter Stelle an. Das, was auf R0 ist, wird auf R1 einfach nur geschoben. Und mit R6 und dem
Flipflop davor, berechnen wir den neuen Wert von R6. 0x1, ja, ergibt 1. So, und dann stellt man sich natürlich irgendwann die Frage, wie lange macht man das, wie häufig macht man das? Also, wir schieben, oder wir können auch von links anfangen. Wir haben 1x1 ist 0. Wir schieben die 0 an die zweite Stelle und die 1, die ist rotiert worden. Dann haben wir 0x0 ergibt 0. Die 1 ist weiter geschoben worden und die 0 wurde rumrotiert. 0x1 ergibt 1. Die 0 wurde geschoben und eine 0 wurde rotiert. Und irgendwann ist das nämlich der Hinweis hier gewesen, das haben wir in Aufgabenteil B, irgendwann wiederholt sich die Sequenz der Zahlen. Aber noch haben wir es nicht, müssen wir noch ein bisschen weitermachen. 1, x und 0 ergibt eine 1, die 0 rotiert und die 1, die 0 verschoben, die 1 rotiert. Da 1, x und 0 macht eine 1, wir haben die 1 geschoben, wir haben die 1 rotiert. Und da sind wir wieder bei dem Wert, mit dem wir auch gestartet sind. Jetzt können wir mal gucken mit unserem ganz kleinen Beispiel hier. Da sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, im achten Schritt. Ja, bei drei Flipflops, im Endeffekt also drei Bits, die wir hier hatten, sind wir im achten Schritt wieder bei der Ausgangszahl angekommen. Unser X wäre welcher Wert? Ja, wenn wir da nochmal drüber nachdenken. X war das, was auch der R6 ist, das heißt jeweils die ganz linke Zahl ist dann das, was als Wert x rauskommen würde und wo auch immerhin weitergegeben werden kann. Ist natürlich auffällig, dass bei 3 Bits wir ausgerechnet beim achten Mal wieder bei der Ursprungszahl kommen. Wenn ihr also keine Idee habt, was für B und C gilt, dann macht vielleicht zu Hause das, was wir hier mit 3 Bits gemacht haben. Und was ihr eben, wofür ein Programm für, ich sag schon wieder Bits, wofür ein Programm für 7 Flipflops da schreiben soll, macht das sonst händisch vielleicht auch mit 4 Flipflops. Das geht auch noch ganz gut. Genau. Und dann hat man, ja, Pseudo-Zufallszahl. Zumindest solange man nicht vorher schon irgendwo, wo man es weiter benutzt, plant, was man für Zahlen hier rauskriegt. Das ist eigentlich dann auch schon alles für 11.1. Na ja, gut, alles. Also ihr denkt dran eben an die Programmiersprache, den Teil. Genau, vielleicht da noch ganz kurz ein Programm dafür zu schreiben. Überlegt euch, wir hatten das ja schon mit dem Schieben und Rotieren von Bits in Bitketten. Ja, was wir da eigentlich gemacht haben, wo wir dann im Endeffekt Bitketten auseinandergenommen haben und unterschiedlich behandelt. Also wenn wir jetzt hier mit unserer 111 gestartet sind, ne, da hatten wir die 1, die wir hier rotiert haben ans Ende. Ja, das heißt, den einen Teil des R6 müssen wir wohl anders behandeln als grundsätzlich den Rest. Dann gibt es einen Teil, den wir hier irgendwie einfach nur schieben können. Bei unserem Beispiel ist es immer das R0. Wenn es länger ist, dann gibt es natürlich mehr Stellen, die man einfach nur schieben kann. Und R6 und das, was davor kommt, ist dann das, was man XORen muss. Das sind also im Endeffekt sind das drei Schritte. Ihr nehmt das bisschen auseinander, macht das in drei Einzelschritten und fügt dann das Ergebnis wieder zusammen. Genau. Guckt euch sonst nochmal an, was wir gemacht haben für Bitshift, Bitrotation und so weiter. Gut. Der zweite Teil, 11.2, ist Entwurf eines Automaten. Da gibt es jetzt einen digitalen Würfel. Wir können uns das mal ein bisschen anschauen mit einer anderen Thematik. Ich würde sagen, wir gucken uns an, wie würde es denn eigentlich sein, wenn wir sagen, wir haben eine Ampel
Es gibt dazu nämlich auch ein schönes Beispiel in den Folien, was uns für die letzte Aufgabe dann hilft. Also die letzte Teilaufgabe. Und zwar würden wir jetzt einfach sagen, wir haben eine Ampel, ganz normal, grün, gelb und rot, die verhält sich so, wie wir es auch kennen. Also die ganz normale Autoampel. Und dann gibt es eben den Kram, den wir jetzt machen, warum sie sich dann plötzlich nicht mehr normal verhält. Zum einen können wir das haben, dass im Regelfall die einfach in den Folgezustand weitergeht, ein Zustand weiter. Es kann aber auch sein, dass wir ein Steuersignal S haben, was dafür sorgt, dass die Ampel dann im aktuellen Zustand stehen bleibt. So eine Art Notaus. Bei einer Ampel vielleicht nicht so relevant, aber bei einer Rolltreppe oder so, da hat man sowas wie Notaus gerne. Und dann kann es sein, dass wir sagen, wir wollen Zustände überspringen. Also eine Hausaufgabe, irgendwie wollt ihr 2 Schritte weiter würfeln. Bei einer Ampel will man dann vielleicht irgendwie, warum wollen wir dann den übernächsten Zustand dann halt haben? Vielleicht wäre dann eine Rolltreppe da auch wieder logischer, nach dem Motto, dass man schneller irgendwo hin will. Aber gut, bleiben wir mal bei einer kleinen Ampel. Was gehört dann rein, wenn wir ein Zustandsübergangsdiagramm machen? Wir erinnern uns, was gehört in ein Zustandsdiagramm? Beziehungsweise Zustandsübergangsdiagramm. Zustandsübergangsdiagramm sagt ja schon, dass wir Übergänge zwischen Zuständen haben. So, was wissen wir über einen Zustand? Der Zustand hat einen Namen. Wir können anfangen mit, aber meinetwegen einfach hier jetzt einmal grün. Der Zustand, ja, das wäre dann groß Z0. Die Ampel leuchtet grün. Ich kann sie auch grün benennen und dann sagen wir mal, nehmen wir die Zustandskodierung. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Eine Zustandskodierung. Die Kleinsets gucken wir gleich mal. Da müssen wir dann schauen, wo man jeweils anfängt. Gerade einmal gucken. Ah, sonst setze ich die gleich, dass ich da nicht das Falsche nehme. Wir haben grün, wir haben gelb. Wir haben rot. Und dann gibt es natürlich noch diesen gemischten Rot-Gelb. Weil es vielleicht ein wenig eng ist, den hier unten zu haben. Setzen wir Rot mal ein bisschen weiter weg. So, dann machen wir unsere Zustandskodierung dazu. Wir fangen an mit Zustand Rot würden wir initialisieren. Die meisten Ampeln fangen doch damit an. Uns reicht in dem Fall eine 2-Bit-Zustandskodierung. Habt ihr mehr Zustände, wisst ihr, brauchen wir mehr.
Dann hätten wir als Folgezustand rot-gelb. Zumindest wenn wir nochmal durchgehen, dann können wir hier das Ganze mit 0,1 nehmen. Grün wäre dann 1,0 und gelb hätte dann meinetwegen hier 1,1. So, dann haben wir Zustandsübergänge. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, okay, was brauchen wir für die Zustandsübergänge an der Stelle? Es gibt einmal die Variante, dass man ja irgendwas hat, wo es einfach immer nur automatisch zum nächsten Zustand weitergeht. Das haben wir hier ja nicht vorliegen. Ja, wenn wir genau in den Aufgabentext gucken, dann ist das ja abhängig von dem Eingang Stopp und X als Pseudo-Zufallszahl. Das heißt, bei s gleich 0, x gleich 0 wird weitergeschaltet, einfach nur hier im Kreis. Und das muss ich natürlich dann am Zustandsübergang auch kenntlich machen. Wenn ich das schreibe, könnt ihr ja schon mal das nächste überlegen. Was passiert denn eigentlich bei dem Stopp? Also da, wo es heißt S gleich 1, X gleich Stern. Also ist dann unwichtig, was für eine Zufallszahl ist. Sobald das Steuersignal 1 ist, soll im aktuellen Zustand geblieben werden. Auch das kennen wir natürlich. Das ist der rekursive Pfeil auf sich selber. So, warum wird da jetzt gesagt bei x gleich Stern? Wofür war das nochmal? Genau, das war Don't Care. Don't Care heißt, interessiert uns nicht, weil in dem Moment, wenn das Steuersignal 1 ist, dann wird in dem Zustand geblieben, komme was wolle, der Rest ist uns egal. Langsam wird es hier ein bisschen eng. Und da das für uns jetzt nicht so relevant ist, spare ich mir jetzt hier mal die weitere Beschriftung bei Rot und Grün. Reicht, wenn wir uns das hier unten angucken. Was können wir noch haben? Wir können es haben, dass wir abhängig von der Eingabe haben S0 und X gleich 1. Dann soll es immer zwei weitergehen. Also wenn wir nochmal zurückgucken, wir hatten hier unser Beispiel und R6, das war das, was dann immer als Ausgang kam und quasi immer dann, wenn hier die 1 rauskäme, x gleich 1, dann, also ist jedenfalls ja die Idee, dass man das so rankoppelt. Soweit. Immer da, wenn x gleich 1 rauskommt, dann soll gesprungen werden und wir gehen dann zwei weiter. So, das heißt, wir würden gucken, wir würden dann vom Zustand, wenn es beispielsweise gelb ist, würden wir von dem Zustand zu rot-gelb gehen. Und auf der anderen Seite ist natürlich dann der Rückwärtszustand von rot-gelb zu gelb.
weil da jeweils nur einer dazwischen ist. Wenn es ein größeres Zustandsdiagramm ist, dann überspringt er ja quasi nur den jeweils Folgezustand. Hier muss man gucken, dass man entsprechend das Ganze beschriftet. Wir hätten hier Steuersignal gleich 0, weil sonst würden wir ja woanders landen. Und in dem Fall x gleich. Habe ich jetzt. Warum habe ich denn hier x gleich 1 geschrieben? Das gehört natürlich x gleich 0, Gottes Willen. Natürlich genau die anderen Fälle. Hochgezählt hier alles. Also bei x gleich 0 gehen wir ja nur hier weiter. S gleich 0, x gleich 0 im Kreis. S gleich 0, x gleich 1. Dann wird ein Zustand übersprungen. Ja, und so würde das dann ja auch mit Grün und Rot sein. Da hätten wir dann auch noch jeweils dort auch Verbindungen, die laufen würden. Da sieht man, es lohnt sich vorher, sich Gedanken zu machen, wie man sein Diagramm aufbaut. Meins fängt an, hässlich zu werden. Gut, aber das könnt ihr ja dann auch viel hübscher zu Hause in der Hausaufgabe machen. Also sinnvoll ist es normalerweise schon, die Zustände zu haben, durcheinander, dann schrittweise durchzugehen und das da zu machen. So, was wir jetzt implizit nur haben, durch den Namen des Zustands hier, ist eine Sache, die natürlich ganz wichtig ist, nämlich was? Richtig, der Ausgang. Also der Ausgang sagt uns an der Stelle auch, was hier leuchtet. Also wenn wir hier eine Ampel hätten, dann würde das so sein, dass wir hier entsprechend den Ausgang hätten, was jetzt eigentlich gerade leuchtet. So, da würde hier unten dann eben rot leuchten und an den anderen Stellen entsprechend dann das andere. Vergesst eure Ausgänge also nicht. Und jetzt können wir natürlich überlegen, ja, was haben wir jetzt? Moore oder Mealy? Das werde ich jetzt nicht sagen. Das, genau, seht ihr das schon, richtig. Genau, das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, das Thema. Also, in dem Fall hängt ja der Ausgang nur von unserem aktuellen Zustand ab. Gut. Und wenn wir dann so ein schönes Zustandsdiagramm haben, dann entsprechend die Tabelle des Ganzen machen. In Aufgabe F2D, so, zur Tabelle vielleicht noch ganz kurz, steht diesmal nichts von Minimierung oder ähnlichem. Also macht euch da keinen extra Stress. Also, wenn ich da jetzt nichts überlesen habe, prüft das gerne nochmal gegen im Aufgabentext. Soll eigentlich nur eine Zustands- und Ausgangstabelle gemacht werden. Genau, dann gibt es die Frage, warum nicht alle 7 LEDs berücksichtigt werden in der Aufgabe mit dem Würfel. Da könnt ihr dann vielleicht nochmal gucken, ob es denn da vielleicht Lampen gibt, die sich gleich verhalten und man dementsprechend ein wenig das einkürzen könnte. Und jetzt kommen wir dann eigentlich zu dem wirklich spannenden Teil, nämlich in E und F geht es darum, dass wir sagen, hey, wir haben hier unseren Pseudo-Zufallszahlengenerator, der uns unsere X-Werte gibt, ob das jetzt 1 oder 0 ist. Und den verbinden wir mit unserer Schaltung und sorgen dafür, dass wir den Wert für X dann damit rauskriegen. Und dann eben wissen, ob wir nur ganz normal im Kreis gehen, also quasi von Zustand zu Folgezustand schalten, oder ob wir irgendwie Zustände überspringen. So, für den Teil E müsst ihr einmal schauen. Das heißt einmal den Startwert 127. Da müsst ihr natürlich überlegen, aus Aufgabe A, was ist denn der Wert 127? Was würde da wohl kommen? Was war das mit der Initialisierung? Na, und jetzt überlegen wir mal, Startwert 127. Aha.
Aufgabenteil A wird initialisiert, das Set eine 1 auf alles gibt. Wir haben 7 Flipflops, sind 27, sind 7 Einsen. Ja, welches Bit zu Dezimal, welcher Wert war das nochmal? Dann wisst ihr, womit, mit welchem Wert also initialisiert wird, wo gestartet wird in dem Zufallszahlengenerator. Und bei den Würfeln ist auch beschrieben, in welchem Zustand gestartet wird. Zustand 001, müsst ihr gucken, welchen ihr da wieder entsprechend zugeordnet habt. Und dann sollt ihr die ersten 10 Werte des Würfels ausgeben. Also im Endeffekt achtet darauf, dass ihr bei Aufgabe 11.1 einmal wirklich euch sicher seid, dass ihr die richtigen ersten 10 Werte habt, die ersten 10 Zahlen. Denn die braucht ihr nochmal, um dann entsprechend zu wissen, ob jetzt bei 11.2 ob da einfach quasi in den Folgezustand geschaltet wird oder ob 2 Schritte weiter geschaltet wird. Und dann sollt ihr dazu einmal die Werte des Würfels aufschreiben, die es gibt. Ja. Also, im Folgepunkt, in der Folgeunteraufgabe, heißt es jetzt, dass ihr mit Hilfe der Mikroprogrammierung den Automaten realisieren sollt. Und da gibt es schon mal den Tipp, Kapitel 11, Folie 785 folgende. Sollte man sich das vielleicht angucken. Da geht es dann zu den Punkten Ablaufsteuerung mit Mikroprogramm. Diejenigen von euch, die das Praktikum schon gemacht haben, die dürften da wieder auch einiges wiedererkennen. Ja, also, dass wir in einem Mikroprogramm, wir haben einen Mikroprogrammzähler. Und ein paar weitere Sachen. Zum Beispiel nämlich für eine ganz einfache Schaltung, die immer nur in den Folgezustand geht, kann es dann so aussehen. Das ist jetzt 786 aus den Folien. Wir haben einen Mikroprogrammzähler, der sagt, welcher Stelle bin ich eigentlich gerade. Und wir haben unser Mikro-ROM, wo wir Adressen drin haben. Wir haben den Folgezustand Next. Und wir haben Outputs. Outputs, Ausgabewerte. Oh, Comment ist eigentlich nur eine Hilfe für uns als Menschen, damit wir damit was anfangen können. So, hier hätten wir also Rot, Gelb und Grün. Das wäre die einfache Ampel ohne irgendwelche Sprünge. Dass wir sagen, wir gehen durch, wir starten wahrscheinlich hier mit Rot anstelle 0, weil der Reset uns dann auf 0 setzt und dann die Taktflanke hier schaltet. Ja, also auch wenn hier Mikroprogrammzähler, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die Taktflanke kennen wir ja schließlich auch schon vom Flipflop. Und genau, wir haben hier unsere Adresse. Wenn wir an Adresse 0 wären, dann würden wir Outputs grün 0, gelb 0, rot 1 machen. Also würde rot leuchten. Und wir würden unserem Ausgang den Wert 1 geben als Folgezustand. Zack, dahin. So, kommt die nächste Taktflanke. Wird hier einmal durchgeschoben. Und wir sind dann jetzt in unserem Zustand 1. Da würden entsprechend andere Ausgänge leuchten und das Ganze geht dann mit Rot-Gelb weiter. So weit, so schön, so einfach. Das ist ja wirklich, wenn wir immer nur in den nächsten Folgezustand gehen. Jetzt haben wir hier nicht einfach immer nur schön den nächsten Folgezustand, sondern wir haben abhängig von Werten wie S1 oder wie einem Wert X, hier, haben wir, dass wir woanders hingehen. Da gibt es auch ein Beispiel in den Folien schon zu. 787. Wie man ein bisschen anders weitergehen kann. Dafür wird ein 4 zu 1 Multiplexer genutzt. Vielleicht noch einmal zur Wiederholung.
Ein Multiplexer, 4 zu 1, ist im Endeffekt ja nichts anderes als, wir haben verschiedene Eingänge. A, B, C, D meinetwegen. Und wir haben den Ausgang Q. Und dann ist hier quasi so ein Schalter hier drin, der dann umschaltet. Also jeder dieser Eingänge kann auf den Ausgang geschaltet werden. Und vielleicht wird dann gerade nicht A geschaltet, sondern B. Und im nächsten Takt wird es vielleicht auf C umgeschaltet oder auf D. Muss natürlich entschieden werden, wo, warum das Ganze A, B oder, also ob das jetzt A, B oder C ist. Dafür gibt es entsprechend hier nochmal zwei Eingänge an der Seite, die uns dort unterstützen. Also im Endeffekt ein B und ein A. Und jetzt gleich ganz der wichtige Hinweis: Es ist in der Literatur nicht unbedingt immer eindeutig, ob das B und dann A ist oder A und dann B ist. Umso wichtiger ist, dass das dann beschrieben ist da dran, was darstellt. Und hiermit haben wir quasi zwei Bits als Steuersignal und können dann nämlich sagen, wir haben entweder 00, 01, 10 oder 11. Und wir haben unsere Eingänge DC, BA. Und dann wird an der entsprechenden Stelle, normalerweise wird dann hier A, hier wird dann B, hier dann C und dann hier wird dann D genutzt, um das Ganze an den jeweiligen Ausgang zu bringen. Ja, also hier hätten wir A als Ausgang oder den Wert von A, B, C und D. In einer etwas vereinfachten Wahrheitstabelle. Also ist ja keine Wahrheitstabelle gerade hier. So, das ist also das, was ein 4 zu 1 Multiplexer macht. Er gibt uns die Möglichkeit, zwischen vier verschiedenen Inputs auszuwählen, basierend auf Steuersignalen, die wir daran setzen. Was haben wir dann für ein Beispiel für unser Mikroprogramm? Wenn wir uns den anschauen, also vielleicht nochmal kurz zurück, ne? Eben waren wir. Wir haben einen Programmzähler. Wir haben hier einen Speicher. Und wir gehen einfach durch. Und der Unterschied jetzt ist quasi, wir haben immer noch unseren Programmzähler. Wir haben einen Speicher. Aber in dem Speicher seht ihr, dass da Next A, Next B, das kann man gerade leider nicht mehr so gut lesen, Next A, Next B steht. Und dann die Outputs, die Ausgänge. Ausgänge, Comment haben wir wieder. Wir haben hier Select und wir haben Next A, Next B. Und darüber kann dann eine Programmsteuerung gemacht werden, dass wir entsprechend eben auch sagen können, was wird dann eigentlich genommen. No. Und zwar sehen, wir können einfache Werte haben, die durchgeschaltet werden, nämlich an Eingang 0 vom Multiplexer. Kann direkt hier Next A genommen werden. Wir können Next B an Eingang 1 nehmen. Und dann gibt es noch Eingang 2 und Eingang 3.
So, da sehen wir, da kommen noch Sachen dazu. Also, Eingang 3 ist erstmal einfacher. Da ist einfach nur ein Pfeil, der von XA kommt. Und XA steht für einen externen Wert. Das heißt, wenn wir vielleicht irgendwie einen externen Wert reinhaben wollen, in einer Art Schaltung, wäre das eine Möglichkeit. So zum Beispiel in einem Multiplexer dann einen externen Wert reinzuhören. Wir könnten sagen, wir haben einen XA, einen externen Wert, den wir reinkriegen. Und wir können sowas machen wie ein 2 zu 1 Multiplexer, der uns ein Steuersignal rangibt. Und dadurch, abhängig von dem Steuersignal, sagt, dass wir entweder den einen Folgezustand nehmen oder den anderen Folgezustand. So, jetzt müssen wir natürlich überlegen, was haben wir überhaupt für mögliche Folgezustände. Das ist jetzt das, wo wir dann eben wieder zurückkommen müssen. Also wir wissen, es gibt sowas wie Programmzähler, es gibt Mikro-ROM hier für unseren Speicher. Und wir können, abhängig von dem Ganzen, können wir Multiplexer ansteuern, können externe Eingänge nehmen, sowohl externe Werte als auch externe Steuerleitung. Und dann müssen wir eben gucken und zurückgehen und müssten dann jetzt einmal schauen auf unser ganzes Zustandsdiagramm, was wir haben mit den Zustandsübergängen, was wir uns überlegt haben, wie wir das Ganze umsetzen mit Hilfe von diesen Bausteinen. Das muss dann nicht unbedingt genau so aussehen, wie es hier ist, aber von der Grundidee ist das eben die Idee eigentlich, dass ihr überlegt, okay, welche Werte habe ich in meinem Mikro-ROM? Was habe ich hier vielleicht an Multiplexern? Reicht mir einer? Brauche ich mehrere? Nehme ich 4 zu 1? Nehme ich andere? Und dann eben beschreibt, das ist der Teil dann auch aus der Aufgabe, der noch dazugehört, dass ihr das nicht nur malt, sondern dass ihr auch beschreibt, wie die Funktionsweise ist, damit der dann eben durchschaltet. Denkt dran, ihr sollt es, also ihr dürft den Zufallszahlengenerator dürft ihr abstrahieren, das ist also tatsächlich einfach nur ein externer Wert. Aber ihr sollt eben für den Würfel das Ganze machen. So. Und 11.3 sind tatsächlich dann nochmal einfach zwei Fragen, die ihr beantworten sollt. Einmal die Frage nach dem Unterschied zwischen SRAM und DRAM. Auch da gibt es in den Folien was zu. Könnt ihr dann noch einmal gucken. Schaut euch das an, was da steht. Und dann werdet ihr schon sehen, dass das im Endeffekt ja Speicher ist. Und zwar Speicher, ja, also SRAM, Speicher, der Daten hält, solange Strom zugeführt wird. Was ja ganz nett ist, erstmal. Und DRAM ist Speicher, der Informationen, Bits in Zellen speichert, die aus, ja, einer Regel aus Konsistor und Transistor bestehen. Das heißt, bei dem einen, bei SRAM, solange Strom zugeführt wird. Das heißt, bei SRAM muss immer konsequent dauerhaft Strom sein, sonst verliert er sofort seinen Wert. Kann vorteilhaft, kann nachteilhaft sein. Bei DRAM verliert er nicht sofort den Wert, verliert das in der Regel nämlich erst dann, wenn die Zelle gelesen wird. Allerdings muss man sagen, dass DRAM auch über die Zeit ein wenig an Power verliert. Das heißt, es muss dann regelmäßig dann auch immer wieder Energie nachgeschoben werden. Also ein ganz großer Unterschied. Es gibt Unterschiede zwischen den beiden, nur mal um euch die Sachen zu geben, wonach ihr da vielleicht suchen solltet. Es gibt Unterschiede in der Zugriffszeit zwischen den beiden. Es gibt Unterschiede in den Kosten zwischen den beiden. Hängt so ein bisschen mit der Komplexität zusammen. Das sind so auf jeden Fall Sachen, die ihr da euch einmal raussuchen solltet. Und als letztes die Frage, wofür ist Busarbitrierung notwendig?
Also da geht es dann tatsächlich um einen Datenbus, also eine zentrales. Ja, im Endeffekt ist ja Datenbus eigentlich, dass wir sagen, wir haben ein zentrales System, eine zentrale Datenleitung und wir haben dann einzelne Systeme, die da irgendwie dranhängen. Ja, wir haben irgendwie hier ein System A, wir haben ein System B. Irgendwie noch D vielleicht. Und alle reden über die gleiche Datenleitung, weil man eben sich dadurch natürlich Datenleitung spart. Jetzt gibt's, welches Problem gibt es natürlich, wenn alle über die gleiche Datenleitung reden wollen? Überlegt euch mal, wie ist das eigentlich, wenn ihr mit irgendwie Leuten zusammen in einem Raum seid? Ja, und man will miteinander irgendwie reden. Im dümmsten Fall fangen alle gleichzeitig an zu reden. Und dann muss man sich irgendwie einigen, wer jetzt eigentlich reden darf. Oder eben den Kommunikationskanal benutzen darf. In Diskussionen passiert das häufig, dass man einen Moderator hat. Oder dass die Gruppe sich halt selber dann einigt, weil die dann so weit ist, dass man sagt, naja, nee, wir haben gleichzeitig angefangen zu reden. Red du doch erstmal zuerst, ne, die höfliche Variante. Deins ist wahrscheinlich wichtiger. Das sind so Sachen, die eben genauso auch auf Busebene passieren. Es gibt da zwei verschiedene Varianten. Es gibt ja einmal, dass tatsächlich hier, dass es einen Arbiter gibt, also quasi einer, der ja, mehr oder weniger der Richter ist oder. In dem Gesprächsbeispiel auf menschlicher Ebene wäre es eben der Moderator, der eben entscheidet, wer jetzt gerade reden darf, also wer den Kommunikationskanal benutzen darf. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber eben auch, dass untereinander die Komponenten aushandeln, wer da jetzt reden darf. Das sind die Punkte, um die es, oder das ist das, worum es hier grob geht. Also das, ja, vergegenwärtigt euch nochmal, wofür ist also ist ein Bus überhaupt erstmal, welches Problem ist dann in der Kommunikation. Da steht auch noch ein bisschen mehr in Folien an anderen Stellen. Und dann gibt es eben zwei große Möglichkeiten, wie die Systeme das hinkriegen können an einem Bus, dass es funktioniert. Entweder halt quasi moderiert oder arbitriert oder eben auf anderer protokolldefinierter Basis. Gut, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter. Wie gesagt, vorhin schon mal viel Erfolg bei der Mathe-Probeklausur und ich hoffe, dann sehen wir uns nächste Woche in voller Frische, können wir uns hoffentlich wiedersehen. Falls nicht genau dann die Probeklausur ist, was ja auch nicht wieder üblich wäre. Ja, und ich werde jetzt meine Erkältung erstmal auskurieren. Also eine schöne Woche.